Dies wird dich vielleicht überraschen, aber ich bin introvertiert. Ja, ich bin introvertiert. Ja, das bedeutet, dass ich lieber nicht so viel mich zeige, ja, oder dass ich mehr Energie bekomme, wenn ich mit nur wenigen Leuten zusammen bin. Ja? Und wenn ich in großen Gruppen bin, dann zehrt das an meine Energie. Ja? Ich brauche viel Zeit alleine und so weiter. Das bedeutet introvertiert. Ja? Und das Gegenteil ist natürlich extrovertiert. Extrovertierte Menschen bekommen sehr viel Energie davon, wenn sie viel Aufmerksamkeit haben. Wenn sie in großen Gruppen unterwegs sind, dann bekommen sie sehr viel Energie. Ja? Das bedeutet nicht, dass introvertierte Menschen nicht auch Spaß haben können, wenn sie Aufmerksamkeit haben und wenn sie in großen Gruppen unterwegs sind oder sich mit mehreren Menschen unterhalten. Aber es kostet sie sehr viel Energie. Und du denkst vielleicht, dass ich extrovertiert bin, weil ich so viele Videos mache und so weiter. Aber eigentlich bin ich introvertiert. Und deshalb fällt es mir nicht immer leicht, Videos zu machen. Ja, ich kenne manche Leute, die machen noch mehr Videos als ich und die machen sehr viele Selfies und so weiter. Und mich kostet das sehr viel Kraft. Ja, es ist echt erstaunlich. Und ich bin eigentlich auch ein sehr privater Mensch, würde ich sagen. Ja, es fällt mir schwer, viele Dinge über mich zu teilen. Und ich weiß aber, dass ihr manche Dinge gerne wissen möchtet. Ja, ihr möchtet wissen, hey, wie läuft es gerade in meinem Leben und so weiter. Ja. Manche Leute schreiben und sagen, Marco, wie geht's? Ja, wie geht es dir gerade in Vietnam, in Thailand, ja, wo auch immer ich bin? Ja. Und sie möchten mehr über mich wissen. Und mir fällt das manchmal ein bisschen schwer, dann zu erzählen, wie es läuft und so weiter. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einfach mehr davon mache. Auch wenn es schwer fällt, ich möchte mehr über mich erzählen oder mehr dokumentieren, ja, meine Reise sozusagen, ja, meine Erlebnisse oder mein Tagesablauf und so weiter. Und ja, davon werdet ihr jetzt in nächster Zeit mehr bekommen. Ja, vielleicht mache ich auch ganz viele Videos, ja, vielleicht sogar auch mehr als eins pro Tag, mal schauen. Aber ich möchte mehr dokumentieren, ja, was ich so mache, damit ihr einen Einblick bekommt in mein Leben. Ja. Einen Menschen, den ich sehr mag, der mir sehr viel beibringt, sozusagen ein Online-Mentor, ist Gary Vaynerchuk, ja, Gary V. Und er meint, dass wenn man ein Business aufbaut, ja, dann soll man dokumentieren, statt nur zu kreieren, ja, oder hauptsächlich dokumentieren. Das heißt, nicht so sehr bestimmte Dinge kreieren, sondern einfach nur dokumentieren, wie es läuft. Ja? Einfach den ganzen Prozess dokumentieren. Und das möchte ich jetzt in Zukunft mehr machen, dass ich einfach dokumentiere, wie mein Prozess ist, ja? Sodass ihr auch direkt verfolgen könnt. Ja? Meine ganzen Prozesse und dann, dass ihr auch lernen könnt aus meinen Fehlern und was ich so mache und so weiter. Ja? Und auch, dass ich mehr Transparenz habe, denn ich führe mein Leben, ja? Ich arbeite für Authentic German Learning und so weiter und
Ich glaube auf der anderen Seite, ja, als Zuschauer, wirkt das vielleicht ganz anders. Ja? Also, was ich so mache, ja, das ist vielleicht eine schwarze Box für euch. Ja? Das ist vielleicht, ihr seht da nur einen Teil von dem, was ich mache. Ja? Vieles von dem, was ich mache, seht ihr gar nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, es wär bestimmt gut, mehr zu dokumentieren. Ja? Wie ist mein Tagesablauf? Was sind so die Dinge, die mich beschäftigen? Oder was ist zum Beispiel gerade das, was ich erforsche im Bereich persönlicher Entwicklung? Ja? Das möchte ich mit euch teilen. Und auch während der Woche mehr Videos machen, selbst wenn Hintergrundgeräusche da sind. Ja, dann sind halt Hintergrundgeräusche da und ihr könnt dadurch üben. Und das ist so meine Idee. Das ist so, was ich in nächster Zeit machen werde. Und ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und damit bringen wir bestimmt auch mehr Leben in Authentic German Learning. Denn zurzeit ist es so, dass ich hauptsächlich so in solchen Räumen hier filme, aber ich möchte auch mehr Selfies machen unterwegs auch mal unterwegs ein Video aufmachen oder so. Unterwegs auch mal ein Video aufnehmen oder so. Und ihr könnt mir auch sagen, was möchtet ihr wissen? Ja, schreibe mir einen Kommentar. Ich möchte versuchen, extrovertierter zu handeln, auch wenn ich nicht unbedingt extrovertiert bin. Und was ist deine Frage? Was möchtest du wissen über meinen Tagesablauf? Darüber, was ich zurzeit mache und so weiter. Und dann werde ich versuchen, dies zu dokumentieren. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss.